Hallöchen. Also, ich habe da mal was vorbereitet. Das ging jetzt über 3 Tage. Erstmal über die Teile hier, die hier liegen. Da steht Apache drauf. Und was ist denn das? Tja, habe ich vor 3 Tagen gefunden. Es ist eine Powerbank. 5 Volt in. 5 Volt in, Powerbutton. 5 Volt 1 Ampere, 5 Volt 2,1 Ampere. OHS, kommt bla bla bla. Das war's. Mehr steht hier nicht. Aha, die scheint dann doch nicht leer zu sein. Ich habe sie. Eigentlich ist die entladen. Und die ist geladen. Das sind 2 identische. Bei der fehlt aber der Powerknopf. Da müsst ihr jetzt euch mal gedanklich merken, die ohne den Powerknopf wird die 1, 3, 5 werden. Und die mit Powerknopf ist die 2, 4, 6. Müsst ihr euch mal merken. Hat einen Hintergrund. Und zwar habe ich die gefunden. Und ich habe sie entladen. Das habe ich mir abgespeichert. Ich habe sie geladen. Hat mir den das abgespeichert. Ich habe sie wieder entladen und habe das auch abgespeichert. Darum dieses 135 und 246. Das steckt nämlich hier drinne in den Daten, die Gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich auf dem PC muss ich noch Dings Software noch installieren. Die habe ich jetzt nicht installiert und dann werde ich das auslesen, zeige ich euch dann am PC. Wie viel Kapazität haben die denn eigentlich? Ja, gute Frage. Das weiß ich nicht. Doch, das war jetzt weiß ich, weil jetzt weiß ich, was sie für eine Kapazität haben. Habe ich jetzt da. Ich versuche mal. Ich wollte es nämlich jetzt gleich machen. Ob ich das jetzt noch mal hinkriege, ohne mir das Messer hier kaputt zu machen. Kommt raus. Gut. Ich habe nämlich schon geguckt, wie es funktioniert. Ja, steht da auch nicht. Ist beim anderen genauso. Die habe ich eigentlich jetzt entladen. Die zeigt jetzt hier 2 an. Dann wird sie nicht ganz leer sein. Hier drunter stehen die Daten. Das haben sie überklebt. Ich habe bei der hier habe ich es auch aufgehabt. Mache hier nachher gleich auch noch mal auf. Ein 5000 mAh Akku. Ich kann euch aber schon mal so viel sagen, das hat die hier definitiv nicht mehr. Die heile. Die hier allerdings, nur so, ich weiß es nicht genau, aber so grob überschlagen, 80, 90% hat sie noch. Ich mache sie nämlich auch noch mal auf. Kann ich das eigentlich so tun? Nee, kann ich nicht. Jetzt. Das war mein Licht. Das sollte nicht sein. So, die ist vollgeladen. Die ist nicht vollgeladen. Die habe ich eigentlich entladen, bis sie leer war. Die lagen jetzt aber auch eine ganze Nacht über wieder rum. Die andere hatte ich gerade noch geladen. Ich will nämlich einmal kurz messen, wie denn die Spannung aussieht. Entladen und geladen. Also wenn die jetzt noch 2 anzeigt, dann dürfte sie noch 3, und haben. 3,6. Na gut. Passt. Und die vollgeladene dürfte nicht mehr als 4,2 haben. 4,20 passt. Das ist okay. Und da wollte ich noch einen Test machen. Dazu baue ich die aber wieder zusammen und zwar mit der vollgeladenen. Einmal den brauche ich hier einmal Strom für meine elektronische Last.
Und ich habe nämlich schon was bemerkt. Help war long to rotate. So rum. Kann man das erkennen? Ich versuche da mal drauf zu zoomen. Zieht jetzt 1,3 Ampere bei 1 Volt. Bei 5 Volt 1 Ampere. 1,4. 2. Die schaltet nicht. Jetzt schaltet sie abgeschalten. Ich habe nicht gesehen, wann sie abgeschalten hat. Aber das war bei 2, schieß mich tot. Und die startet jetzt nicht. Die muss jetzt einmal kurz Strom geben. Machen wir nochmal. ...2,1 soll sie auf dem anderen Port können. 2,5056 2,1. ...2,3 und ein bisschen. Also 2,3 schafft sie auf dem Port. Und bei dem 2, und Port. Und ich kann euch sagen, 2,1 Ampere schafft sie auf alle Fälle auf 2 Stunden lang. Ohne dass sie extrem heiß wird. Sie wird zwar warm, aber wird nicht extrem heiß. 2,2, 2,34, 5, 6, ja, 2,36. Okay. Also 2,3 Ampere schafft sie auf alle Fälle und schaltet dann ab. Die wollte ich euch mal zeigen. Ich werde jetzt die Software nochmal vorbereiten und auf dem PC einmal kurz die Dinger durchgehen, die Daten. Wie gesagt, die hier ohne Powerknopf ist die 1, 3 und 5. Gruppe 1, 3 und 5. Und die andere ist dann 2, 4 und 6. Werde ich aber dann nochmal genau sagen. Gut, ich werde das mal vorbereiten und dann sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. Für euch ist das ja nur ein kleiner Moment, ist ja nur ein Schnitt und für mich ist das ein bisschen später. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Hallöchen, jetzt sind wir hier auf dem PC. Ich hoffe, das kann man sehen, ja. Bei Kapazität auf der Dingsseite, kann man überhaupt die Maus erkennen? Weiß ich gar nicht. Kann man die Maus sehen? Ja, also hier habe ich jetzt den grünen Punkt an bei 1. Das ist die ohne Powerknopf. Das ist die Kapazität, die ich da noch rausgezogen habe, so wie ich sie gefunden habe. 2192 mAh oder 11.153 mW, also 11 Wattstunden kann man sagen. Nummer 2, das ist die mit Powerknopf, da habe ich nur 1500 mAh rausgezogen oder 7700 mW. Und dann habe ich sie geladen. Die ohne Powerknopf hat 4413 mW mAh an Strom aufgenommen. Muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob sie wirklich komplett voll gewesen ist, weil ich habe sie bei etwa 100 mA Stromaufnahme abgeschalten. Es gibt keinen, bis jetzt habe ich noch keine Anzeige gesehen, ob sie wirklich voll ist oder nicht. Aber 4413 zu 5000, die sie haben soll,
deswegen schätzungsweise hat sie noch so 90% Kapazität wahrscheinlich. Es sind 22 Wattstunden. Die mit Powerknopf, die hat nur 3499 mAh angenommen oder 17 Wattstunden. Und beim Entladen, nachdem ich sie vollgeladen habe, man sieht schon, es ist nicht mehr als wie vorher. Das hat aber einen Hintergrund. Und zwar habe ich die bis 1800 Milliampere Stunden mit 2,1 Ampere entladen und den Rest dann mit 1 Ampere. Das sind dann eben wieder 11 Wattstunden, die ich daraus gekriegt habe. Die erste Entladung war nur mit 1 Ampere, nicht mit 2 Ampere obendrauf. Die mit Powerknopf hat dann nur noch 1844 Milliampere Stunden gehabt oder 9,2 Wattstunden. Auch mit 2 Ampere oder 2,1 Ampere entladen bis auf 900 hat sie das mitgemacht. Dann ging sie aus, dann zeigte sie leer an und dann habe ich den Rest halt mit 1 Ampere. Weil ich möchte ja dann, auch wenn 2 Ampere draufsteht, mit 2 Ampere entladen. Also ich schätze mal, wenn ich sie mit 1 Ampere entlade, werde ich auch auf etwa 4 Ampere Stunden wieder rauskommen, die reingegangen ist, in der ohne Powerknopf. Die mit Powerknopf, die ist definitiv nur noch bei etwa 60% ihrer Kapazität. Ja. Die habe ich gefunden, sind jetzt nicht für Handy gedacht, ist für was anderes gedacht, mal eben ein bisschen Strom haben, vielleicht auch mal, wenn ich jetzt unterwegs bin oder im Garten und Akku wird leer vom Handy, dass ich dann nochmal ein bisschen nachladen kann, dafür ist es, reicht es völlig aus, aber nicht als Powerbank, die ordentlich Power haben muss. Ich habe ja noch die 20 Ampere Stunden Powerbank oder was, die ich da mal gefunden habe. Es reicht. Oder wenn ich im Garten bin, so einen USB-Lüfter habe ich auch, den kann ich da drüber auch laufen lassen. Wie gesagt, das wollte ich euch mal zeigen, dass die Tests habe ich gemacht. Die letzten 3 Tage, das hat wirklich lange gedauert. Diese 1 Ampere Entladung und 2,5 Ampere Entladung habe ich nicht ausschließlich mit der elektronischen Last gemacht, sondern mit meiner LED-Lampe, die ich hier habe, auf 12 Volt, 5 Volt USB. Hat sich gleich noch Nutzen, hatte ich nebenbei noch ein bisschen Licht. Also gut, dass sie jetzt die eine weggeschmissen haben, wo der Powerknopf fehlt, verständlich. Und jetzt weiß ich auch, warum sie die zweite entsorgt haben mit Powerknopf, weil die einfach keine Kapazität mehr hat, nicht mehr ordentlich für das, was sie haben soll. Es steht ja auch nicht mehr drauf, was da sonst drin ist. Steht nur Apache und das war's. Kann an beiden USB-Ports eben 2,1 Ampere auf alle Fälle. Ich kann jetzt leider nicht doppelt gucken. Dass ich beide belaste und gucke, ob sie beide gleichzeitig 2 Ampere könnten. Aber das glaube ich nicht, dann nur 1 Ampere. Gut. Das wollte ich euch mal zeigen und sagen. Dafür habe ich das jetzt hier gemacht, 3 Tage lang. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!